Beruflich sind die beiden Schölermanns auf der Bühne, vor der Kamera oder dem Mikrofon zu Hause. Doch nun sind Moderator Tore und Schauspielerin und Synchronsprecherin Jana auch privat vollkommen angekommen. Das Paar lernt sich 2009 am Set der TV-Soap Verbotene Liebe kennen. Gefunkt hat es allerdings erst später, denn die heute 33-Jährige hat Tore für einen Bauern gehalten und Tore ordnete seine Schauspielkollegin der Münchner Schickeria zu. Ihre Vorurteile können die zwei jedoch glücklicherweise überwinden, werden Eltern ihres Hundes Rudi, verloben sich im Jahr 2018 und feiern ein Jahr später eine Winterhochzeit. Nun wagen die Schölermanns den nächsten Schritt mit dem Kauf eines Grundstückes und dem anschließenden Bau ihres Traumhauses. Beim aufregenden und teils auch lustigen Prozess des Hausbaus nehmen der 36-Jährige und seine Frau ihre Fans auf Instagram mit und gewähren erste Einblicke. Nun hat es das Paar endlich geschafft. Sie ziehen in ihr fast fertiges Nest und zeigen es endlich von außen. Der Neubau mit den Flachdächern und den schönen großen Fenstern hat richtig Stil. Das neue Kapitel kann also beginnen. Die erste Nacht hat die kleine Familie auch gut überstanden, wie Jana mit den Worten "Erster Morgen will hier nie mehr weg" verdeutlicht. Na, bei so einem traumhaften Ausblick aufs Wasser kann man sich ja nur pudelwohl fühlen.